Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Dominations. Und heute möchte ich euch gerne erstmal mein neues Base-Design vorstellen. Und zweitens habe ich drei ganz interessante Angriffe für euch, wie ihr wirklich easy guten Loot farmen könnt. Ja? Ihr müsst natürlich das eine oder andere beachten, aber ich zeige euch mal so drei Angriffe, wie das so bei mir immer ungefähr abläuft. Natürlich ist auch mal der ein oder andere Fail dabei, das gehört einfach dazu. Man überschätzt sich manchmal, gerade weil es ja auch ein neues Spiel ist. Aber dazu kommen wir gleich. Ich zeige euch eben mal meine Base. Ich habe es ein bisschen umgebaut. Oh, mein Katapult ist fertig. Katapulte schießen auf angreifende Armeen. Flächenschaden. Ja, weiß ich. Danke. Weiser Opa. Ja, sehr nice. Katapult ist fertig. Ja, und zwar habe ich mir das gedacht. Katapult wird durch Mauern geschützt, ringsherum. Unten nochmal Garnison auch nochmal geschützt mit dem Turm. Und oben mit dem Stadtzentrum auch nochmal. Das heißt, um mich komplett zu plätten, müssen sie auf jeden Fall durch 1, 2, 3 Mauern stoßen. Ja, das ist. Müssen sie mindestens machen. Außer sie haben natürlich Bogenschützen und schießen von außen in die Mitte. Aber ich denke mal, das sieht schon ganz gut aus. Ich konnte auch fast alle Gebäude miteinander verbinden. Hier unten habe ich jetzt noch ein Haus und eine Farm, die ich jetzt noch nicht verbinden konnte. Allerdings finde ich das Base-Design eigentlich so viel erstmal für den Anfang ganz gut. Ich habe jetzt noch nicht so die Erfahrung machen können, ob das jetzt wirklich gut standhält auch. Aber ihr könnt euch auch gerne mal eure Designs irgendwie beschreiben, wie ihr das so gemacht habt, ob das irgendwie so Sinn macht. Ganz wichtig noch an der Stelle: Die Allianz wurde gegründet von mir und ich habe auch schon den ersten Member von Noctis. Kam rein, dann kam noch einer rein, der ging leider wieder raus. Also ihr könnt gerne jetzt join YouTube. United heißt die Gilde. Schauen wir nochmal, beziehungsweise die Allianz. Sorry, die Allianz heißt es ja hier. Kurz nochmal einen kleinen Text dazu geschrieben. Kommt einfach rein, fordert Truppen. Wir unterstützen uns hier natürlich wieder gegenseitig, ganz klar. Ich habe noch, ich sehe gerade, ich habe noch ein paar Arbeiter über. Fahren wir mal ein bisschen die Minen ab. Ich habe auch jede Menge Gold wieder und Nahrungsmittel. Das heißt, ich kann direkt wieder anfangen auszubauen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin natürlich stetig dabei, die Base weiter auszubauen. Ich habe auch jetzt mittlerweile, ich glaube, ich habe, glaube ich, schon, wenn ich das richtig sehe, alle Gebäude wieder gebaut. Ja, richtig. Ich glaube, das letzte Gebäude ist noch im Ausbau. Hier unten 36 Minuten der Tempel. Ansonsten muss ich natürlich noch die ganzen Gebäude upgraden. Die Mauern müssen noch hochgesetzt werden. Aber dann kann es schon fast wieder in das nächste Zeitalter reingehen, in die Antike. Und ja, wie ihr seht, aber 100.000 kostet das. Und da gibt es natürlich wieder jede Menge neue Gebäude. Wow, da gibt es aber, oh, da wieder neue Leute. Neue Bauarbeiter. Straßen, Mauern, alles wieder dabei. Antike reichen? Nein, noch nicht. Ich möchte wirklich, das ist auch wichtig. Versucht immer erstmal alles zu maxen. Ja, Katapult, kann ich das nochmal maxen? Wahrscheinlich nicht. Nein, Antike. Aber erstmal Türme hoch, Garnisonen hoch, so, damit ihr auch gestärkt in die nächste, in das nächste Zeitalter reingeht, weil sonst werdet ihr direkt geplättet an der Stelle. Okay, so viel erstmal zum einen Base-Design. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Angegriffen werde ich auch nicht. Wie ihr seht, unten kein Schild. Ich habe auf jeden Fall Loot ist genug da. Also wahrscheinlich schrecken die schon ein bisschen von meiner Base zurück. Kurz in den Verteidigungslog mal geschaut. Ich glaube, ich hatte wirklich auch noch gar keinen Angriff gehabt. Nee, vor 18 Stunden den letzten. Und ich habe die Base jetzt, glaube ich, war bestimmt schon 8 Stunden ungefähr. Greift keiner an. Freut mich natürlich, dass mir keiner den Loot hier streitig machen will. Gut, aber ich würde sagen, ich habe meine Truppen hier auch noch verbessert. Wie ihr seht, mittlerweile die deutsche Eliteeinheit, die Vandalen. Hoher Schaden gegen Gebäude und Kavallerie verteidigt. Soldaten, Katapulte, Redouten heißt es, glaube ich. Das ist die Schwäche, aber sie hauen wirklich gut rein, gut gegen Gebäude. Das ist natürlich meine Eliteeinheit, die Kompositbogenschützen habe ich mittlerweile auch weiter ausgebildet, wieder auch verstärkt. Hauen natürlich auch ordentlich rein. Schade, dass hier stehen ja jetzt noch die Schaden pro Sekunde. Oh doch, bei den Vandalen steht es jetzt auch. Ich hatte es irgendwie. Ich meine, ich hatte das in kürzlich stand es noch nicht da. Kann sein, dass sie es reingepatcht haben. 60 Schaden pro Sekunde. Und hier die Bogenschützen nur 16 Schaden pro Sekunde. Aber die Bogenschützen sind ja auch fürs Fußvolk gedacht. Ansonsten läuft das soweit ganz gut bei mir. Ich denke mal, wir werden in die ersten Angriffe reingehen, wie ich meinen Loot zusammengefarmt habe. Ich kann den Hirsch nochmal, den Hirsch nochmal eben zerjagen, zerfetzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim ersten Angriff wieder.
Gehen wir in den ersten Angriff rein. 25 Vandalen, 10 Bogenschützen. Erstmal Lage checken. Blut stimmt auf jeden Fall. 20.000 Goldmützen knapp und 23.000 Nahrung. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Links eine Garnison, rechts eine Garnison und unten noch ein Turm und in der Mitte das Katapult. Rechts erstmal ungefähr 10 Vandalen gesetzt. Die machen schnell Kleinholz aus der Garnison, dass die Truppen erst gar nicht rausbauen. Links natürlich auch direkt zerstört, unten den Turm auch direkt vernichtet. Und jetzt zack, direkt in den ersten Sekunden auf das Katapult. Und somit war die Verteidigung schon weg. 2 Garnisonen zerstört, ein Katapult zerstört und ein Turm direkt vernichtet. Easy, der hat sich überhaupt nicht geschützt. Keine Ahnung, schlecht aufgebaut einfach. Jetzt kamen oben noch 2 Reiter angelaufen. Die auch wirklich verdammt stark waren, muss ich sagen. Die Bogenschützen, ich hatte gedacht, die fetzen diese weg, aber schaut selber. Pustekuchen. Jetzt schießen sie drauf und da passiert fast gar nichts. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommen sie Gott sei Dank noch mein Fußvolk. Noch kurz zur Unterstützung. Und geht dann noch mit drauf. Macht aus dem letzten Reiter auch noch Hackfleisch. Oben jetzt noch ein Turm, direkt wieder draufgezogen, damit der schon mal weggeballert wird. Um da einfach oben wieder Freiraum zu schaffen, in Ruhe das Ganze abzufarmen. So wenig Verluste wie möglich natürlich zu erleiden. Ihr seht, der Loot, der rasselt da runter, schon die ganze Nahrung schon aufgesogen. 16.000 Goldmünzen sind noch zu holen. Rechts auch noch ein Turm, ansonsten war es das schon mit der Verteidigung an der Stelle. Ich muss sagen, da kam es wirklich drauf an, auf die ersten 10 Sekunden unten im Kampf direkt die beiden Garnisonen zerstört, bevor die Garnisonstruppen rauskommen. Ich nehme da ungefähr immer so 10 Vandalen für. Das sind natürlich Vandalen bei den Deutschen, aber ich denke mal so 10 normales Fußvolk reicht auf jeden Fall. Ihr müsst bedenken, 10 Sekunden brauchen die ja, um zu spawnen. Wenn die Akropolis dabei haben, 8 Sekunden, aber das dürfte locker machbar sein. Jetzt schiebe ich nochmal alle kurz auf den Turm, um den nochmal schnell auszuschalten und dann war es eigentlich schon mit der Base. Ganz locker runtergefarmt. Man muss natürlich, achtet wirklich darauf am Anfang, schaltet so schnell wie möglich die Verteidigungsanlagen aus. Gerade dieses Katapult haut verdammt rein. Ja, gerade gegen so einen Knubbel. Ja. Das fetzt richtig, also da müsst ihr echt aufpassen. Da habe ich, muss ich sagen, das ein oder andere Mal mich auch überschätzt und das Katapult hat fast alles ausgeschaltet von mir. Völlige Zerstörung, 18 Fußtruppe noch und 2 Bogenschützen noch behalten. Ganz einfach runtergespielt, natürlich den Bonus mitgenommen. 11 Orden kassiert. Gut, ich würde sagen, kommen wir direkt zum nächsten Angriff. Wieder Gegner gesucht, Loot, diesmal 18.000, nicht ganz so viel. Aber das schien mir relativ easy. Links eine Garnison, oben ein Turm, links ein Turm und unten noch eine Garnison und in der Mitte noch einen Turm platziert. Jetzt habe ich mir gedacht, ich komme von links und von oben gleichzeitig. Wieder unten vor der Garnison das Fußvolk platziert. Ihr seht, die Garnison, die wird sofort zerstückelt. Da hätten auch viel weniger Vandalen, hätten es auch in der Zeit geschafft. Oben noch Vandalen gesetzt, die haben direkt den Turm zerfetzt. Jetzt habe ich erstmal freie Bahn. Kann ganz in Ruhe erstmal aufräumen. Jetzt kommt es gleich wieder darauf an, wann setze ich meinen Versammlungsbefehl. Ich habe mir gedacht, solange der Turm erstmal nicht schießt, mache ich nichts. Jetzt rennen diese Leute links, rennen immer weiter runter. Warum? Ich weiß es nicht. Statt erstmal das Hauptgebäude zu zerstören. Jetzt habe ich mir gedacht, ziehst du dir jetzt auf den Turm? Nein, wartest du lieber. Bewahrst du lieber auf für die Garnison, ist wichtiger, weil die Truppen rennen jetzt schon zum Turm. Machen noch Kleinholz raus. Und jetzt habe ich mir wieder gedacht, nein, warte noch. Schick noch nicht deine Leute auf die Garnison. Lass sie erstmal kommen. Die Bogenschützen erledigen die erstmal und dann gehst du auf die Garnison. Weil wenn ich die jetzt vorher hinschicken würde, würden die gegnerischen Truppen meine in Loot zerfetzen. Die Verluste werden wesentlich höher. Zack, die gegnerischen Truppen ausgeschaltet, die Bogenschützen machen den Rest und direkt auf die Garnison drauf. Und so habe ich einfach die wenigsten Verluste gehabt. Ihr seht, 27 Leute noch über von 35. Ganz einfacher Angriff. Loot hat gepasst, 18.000, nicht gerade viel, aber für diese Verluste auf jeden Fall machen, sofort. Zack, auch schnelle Zerstörung, alle Boni hier eingesandt, 400 Gold, 400 Münzen, 400 Nahrung nochmal kassiert und 2 Verluste nur. Easy go, nächster Angriff. Da muss ich jetzt sagen, das war ein hartes Stück Arbeit. Loot passt auf jeden Fall, 40.000 zu holen, Ast rein, kein Ding. Aber die Base, wirklich diesmal besser aufgebaut. Ihr seht, in der Mitte eine Garnison plus Katapult, oben eine Garnison, allerdings ungeschützt.
Ich probiere es trotzdem mal. Und ich muss sagen, ich hatte verdammtes Pech. Aber schaut selber. Links erstmal Vandalen gesetzt für den Turm und von oben von der Garnison auch eben schnell vernichtet. Zack, rausgesetzt. Der Turm ist Kleinholz. Oben die Garnison ebenfalls. Jetzt war die Verteidigung schon fast halbwegs weg. Jetzt alle in die Mitte gerasselt, um schnell das Katapult zu machen. Oben habe ich jetzt die Bogenschützen hingesetzt. Ich habe gedacht, die 10 Bogenschützen schaffen den Turm. Und guckt euch das an oben. Ein so ein Penner schießt nicht auf den Turm, sonst hätte das locker geklappt. Katapult mittlerweile Kleinholz. Und ach man, dieser Turm oben. Das darf nicht wahr sein. Schießt jetzt natürlich die ganze Zeit weiter. Aber jetzt auf die Garnison. Die Garnison muss down gehen. Fußtruppen kann ich mich nicht nochmal erlauben, weil ich habe keine Bogenschützen mehr. Schick also nochmal alle drauf. Zeit wird knapp. Schick nochmal alle drauf. Ich so, komm, schafft ihr. Und wieder so ein Fisselchen daneben. Ja, und das hat mir dann den Rest gegeben. Turm schießt die ganze Zeit weiter. Und die Garnison, Millisekunde. Ich habe mich so aufgeregt danach. Ich habe auch so den Kampf einfach abgebrochen, weil ich wollte auch gar nicht mehr wissen, wie viel Loot ich hatte. Also haben wirklich Millisekunden entschieden. Also hätte ich den Turm down bekommen und die Garnison, wäre das gelaufen gewesen. Da wäre alles platt gewesen. Da hätte ich das so locker runterfahren können. Nun gut, hätte nicht sollen sein. Ansonsten war der Loot da auch jetzt nicht so schlecht. Ja, aber ihr seht, Truppen ausbilden geht rucki zucki. Angriff. Und ihr könnt eure Base die ganze Zeit ausbauen. Kein Problem. Jetzt hatte ich natürlich auch die Vandalen da gehabt. Die sind ein bisschen stärker. Aber ihr habt ja auch eure Spezialtruppen. Von daher dürfte es ja auch kein Problem sein für euch. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst den Daumen da. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge bei Dominations. Macht's gut, Leute. Ciao.